La Rosa del Vents. Das ist eine Organisation, die gegen Hausbesetzer sind und auch gegen die Mafia, die hier in dem Puglia Brava jetzt kreist. Und deswegen haben sich sehr viele Leute versammelt. Es waren viele Franzosen da, viele Spanier da, Katalanen da und auch Deutsche, die daran teilgehabt haben. Jetzt habe ich hier eine Kollegin von mir hier, die wird euch auch ein bisschen was mitteilen. Ich werde Fragen stellen und sie werden es mir hier beantworten. Hallo, es ist spät schon, ne? Ja, ein bisschen. Also, wieso war der Bürgermeister nicht da? Weil die Prinzessin war da und er hat gesagt, dass er wollte mit deiner Presse sprechen. Er wollte nicht mit der Presse sprechen, er hatte Angst im Grunde vor der Presse zu treten und ich denke auch vor den ganzen Mitgliedern, die jetzt hier waren, um Stellungnahmen. Ja, ja. Genau. Die Leute sind ja sehr empört. Ja, die Leute waren sehr böse, weil der Bürgermeister nicht da war. Ja. Enttäuscht, böse, ein bisschen alles. Ja. Es ist auch so, dass die Leute natürlich reklamiert haben, dass sie Steuern bezahlen und der Bürgermeister gesagt hat, dass er sich nicht um die Zweitsitze der Touristen oder der Bewohner hier so kümmern möchte. Das gab natürlich sehr großen Aufruhr. Das hast du auch mitbekommen. Ja, ja, die Leute waren enttäuscht, weil die sagen, alle haben gleiche Rechte. Und ja, die Leute sagen, dass die wollen alle Möglichkeiten haben, ist egal, ob erste Wohnung sitzt ist oder zweite Wohnung. Wir müssen alle gleich versichert sein, und Sicherheit und Polizei und alles. Ja. Es kam natürlich auch zur Sprache, dass halt die Polizei hier mehr sein sollte und bewachen sollte. Leider gibt es hier ein personelles Problem, weil es einfach an Polizei fehlt hier in Puglia Brava. Man hat versucht, in Figueras nachzufragen, in Rosas nachzufragen oder auch in Girona nachzufragen, um halt hier mehr Polizeipräsenz zu haben. Was auch wichtig war, ist, dass die Leute meistens nicht alles verstanden haben und deswegen wurde jetzt eine WhatsApp-Gruppe geführt oder wird aufgelistet und dort werden alle, die ihre Nummer abgeben, werden dann informiert in dieser WhatsApp-Gruppe. Was war noch wichtig? Im Grunde möchten die Leute einfach aktiver werden. Ja. Und möchten auch sich präsentieren in Castellón. Ja, sehr wahrscheinlich nächste Freitag um 10 Uhr. Genau. Die Gemeinde. Nächste Woche Freitag um 10 Uhr mit Topf und Deckel und mit allem Möglichen möchten gerne die Franzosen, die Deutschen, die Spanier und die Engländer und wie auch immer alle möglichen Nationalitäten da erscheinen und den Bürgermeister wecken. Da es jetzt schon sehr spät ist, möchten wir eigentlich alle nach Hause gehen. Ich glaube, du auch. Genau, ja. Aber ich denke, der Abend war erfolgreich, oder? Ja, wir sind sehr froh. Wir warten nicht, dass so viele Leute kommen. Und ja, wir haben jetzt gesehen, dass die Leute ist auch bereit, um etwas zu machen. Weil das ist ein großes Problem, das wir hier haben und das muss gelöst sein oder zusammenarbeiten, um etwas, eine Lösung zu finden. Da bin ich ganz bei ihr. Wir sind auch, hatten wir eigentlich, waren ja so ganz anders, hatten wir einen Saal, aber der war zu klein, weil es waren mindestens 200 Leute heute und wir mussten dann ins Hotel gehen. Wir machen jetzt heute Schluss, gehen nach Hause, überlegen. Nächste Woche Freitag sind wir alle bei der Gemeinde in Castellón und werden mal da ein bisschen Dampf machen. Schönen Abend euch. Und schönen Abend noch für dich. Danke, schönen Abend ja, auch. Lieben Dank. Danke auch. Tschüss.